Ich darf Sie namens der Arbeiterkammer sehr herzlich zu unserer Zukunftskonferenz begrüßen und darf ganz kurz zur Einleitung ein paar Überlegungen, wie es zu dieser Zukunftskonferenz gekommen ist, Ihnen präsentieren. Bevor ich das mache, möchte ich einmal pauschal vor allem alle unsere Gäste, unsere Referentinnen und unsere Referenten begrüßen. Im Detail werden sie noch vorgestellt von der Moderatorin, aber es ist schön, dass wir namhafte und engagierte Kolleginnen und Kollegen, vor allem aus Deutschland, bei uns haben. Herzlich willkommen, danke, dass Sie an unserer Zukunftskonferenz auch teilnehmen und danke vor allem auch unseren wissenschaftlichen Begleitern und allen, die an der Organisation mitgewirkt haben. Besonders begrüßen möchte ich natürlich alle Beschäftigten des Hauses und vor allem alle Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Ich möchte das ganz einfach machen. Wenn Sie die Einladung hernehmen, dann steht bei der Zukunftskonferenz einmal der Begriff Fortschritt. Es geht uns also um Fortschritt und es geht uns nicht um Stillstand oder Rückschritt. Und ich betone das deswegen, weil es beileibe keine Selbstverständlichkeit ist, weil wir in der Politik, vor allem auf europäischer Ebene, in vielen Fällen Stillstand, ja Rückschritt erleben. Und uns geht es darum, darauf zu schauen, dass trotz Sparwellen, die eine nach der anderen Europa überrollen und wo offensichtlich Investitionen in die Zukunft, strategische Überlegungen für die nächsten Jahrzehnte nicht möglich sind, vor allem keine Überlegungen, die mit Geld verbunden sind, einen Blick darauf zu werfen. Uns geht es darum, eine Gegenbetrachtung zu dem Mainstream zu machen, der da lautet, alles, was den Profit oder die Profitmaximierung stört, wird auf die Seite geräumt und wird in Frage gestellt. Ob das jetzt Umweltstandards sind oder ob es der Sozialstaat ist, es wird abwechselnd die Berechtigungsfrage in diesen beiden Fällen ganz, ganz deutlich gestellt. Es geht uns also um gesellschaftlichen Fortschritt, um ein Szenario, das ist der zweite Teil der Einladung, sozial und ökologisch ist. Und das ist vielleicht für eine Arbeitnehmerinnenbewegung gar keine Selbstverständlichkeit, dass man das quasi als Begriffspaar, als Lösungspaar nimmt, weil ja sehr oft diese beiden Begrifflichkeiten gegeneinander ausgespielt werden und man versucht hier einen Widerspruch zu erzeugen. Für uns ist das kein Widerspruch. Für uns sind ökologische Fragen soziale Fragen und auch umgekehrt. Und für uns geht es, und das ist das, was wir unter gesellschaftlichen Fortschritt aus unserer Sicht sehen, nicht um billigeres Produzieren zu Lasten von Menschen und der Umwelt, sondern es geht uns um Nachhaltigkeit, es geht uns um sozial- und umweltverträgliche Strategien für die Zukunft. Ich habe schon gesagt, Arbeit und Natur werden als Widerspruch oft gesehen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen hier oft auch unter Druck. Der Angst um den Arbeitsplatz wird entgegengestellt eine intakte Umwelt. Höhere Umweltstandards gefährden die Arbeitsplätze. Sie alle kennen diese Diskussion bis zum Überdruss. Dabei ist es gerade für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, glaube ich, ein wesentlicher Anspruch, dass sie auch in einem intakten Umfeld, in einer intakten Umwelt und das beginnt in einer intakten betrieblichen Umwelt und außerbetrieblichen Umwelt leben. Und es gibt ja genügend Beispiele, wo sich diese Begriffspaare sozial und ökologisch in einer negativen Form treffen. Denken Sie nur an die Agrarproduktion, denken Sie an manche Massenproduktionen,
denke nur daran, eine unserer Gewerkschaftsdelegationen war vor kurzem in Spanien, wo zu niedrigen Sozialstandards mit extremer Umweltbelastung Nahrungsmittel in Massen produziert werden. Also glaube ich, das ist ein deutliches Beispiel, wo sozial und ökologisch sich allerdings mit einem negativen Vorzeichen treffen. Und dort, glaube ich, zeigt sich auch ganz deutlich, dass es hier immer darum geht, entweder zulasten der Arbeitnehmer oder zulasten der Menschen und oder zulasten der Umwelt zu agieren. Dass das nicht so sein muss, davon sind wir zutiefst überzeugt. Und dass all diese Fragen auch Verteilungsfragen sind, wird uns zunehmend am Beispiel der Energie klar, wo teurer werdende Ressourcen, denken Sie nur an die leidige Spritdiskussion als, würde ich sagen, Vorbeben dieser knapper werdenden Ressourcen, mit denen man auch gut spekulieren und Profite machen kann, wird schnell die Frage sich stellen, wird Mobilität zu einem Privileg? Zu einem Privileg für einige wenige oder gibt es hier andere Wege auch? Und es geht uns, damit möchte ich schließen, um ein Gestalten. Es geht uns also nicht um ein Erdulden oder über uns ergehen lassen oder vielleicht halt einfordern, sondern es geht uns um ein Gestalten, weil wir überzeugt sind, dass trotz der aktuellen Diskussion in Europa, trotz der Entwicklungen in manchen Staaten, aber auch der Wirtschaftspolitik insgesamt, wir jetzt Weichenstellungen treffen müssen, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wirksam werden und dass wir nicht warten können auf bessere Zeiten, sondern dass wir jetzt die Initiative ergreifen. Und gestalten ist auch eine Frage der Mitbestimmung, also auf allen Ebenen eine Frage des, im wahrsten Sinne des Wortes, Gestalten. Wenn es um Umbau geht, wenn es um Ressourcenveränderungen geht, wenn es um Überkapazitäten geht oder um sogenannte Marktdiktate, dann ist immer mitgestalten, mitbestimmen gefragt. Und das wollen wir auch offensiv angehen. Und wie gesagt, Umbau ist immer eine soziale Frage. Es ist die Aufgabe der Gewerkschaften und der Arbeiterkammern, darauf zu schauen, dass es bei solchen Umbauten keine Verlierer gibt, dass alle die Chance haben, auch diesen Umbau wirklich mitzumachen. Es sind Verteilungsfragen und es sind schlussendlich auch demokratische Mitbestimmungsfragen. Und auch das ist angesichts mancher Entwicklungen, mancher Strategien, die zur Bewältigung der Finanz- und Spekulationskrise angewendet werden, keine Selbstverständlichkeit. Wenn ich an den Fiskalpakt und manche demokratiepolitisch sehr bedenkliche Ansätze in dem Zusammenhang denke. Also all diese Überlegungen haben uns dazu veranlasst, nachdem das ja nicht widerspruchsfrei ist, auch in uns selbst nicht widerspruchsfrei ist, einmal in mehreren Zukunftsforen mit Betriebsrätinnen, Gewerkschaftern und den Kolleginnen und Kollegen im Haus zu diskutieren. Wir haben zu den Themen Energie, zum Thema Rohstoffe, zum Thema Mobilität und zum Thema Industrieproduktion Zukunftsforen gemacht, wo wir einmal vor allem in uns diskutiert haben, Überlegungen dazu angestellt haben. In uns ist ein bisschen einengend gesagt. Wir haben natürlich viele Gäste auch bei diesen Foren gehabt, Referentinnen und Referenten, aber auch Mitarbeiter, Mitglieder aus anderen Organisationen, einfach um diesen Diskurs und unterschiedliche Sichtweisen hereinzuholen. Und wir haben gesagt, wir wollen diese Ergebnisse der Foren zusammenführen, heute in einer Zukunftskonferenz, wo wir das auch einem größeren Kreis präsentieren und einmal diese Zwischenergebnisse, die Resümees aus den Foren auch ein bisschen abklopfen. So viel zu der Idee der Zukunftskonferenz, so viel zu unserer Grundphilosophie, warum wir diese Thematik angehen. Und jetzt ist die Moderatorin am Wort.
Herzlichen Dank.